Hallihallo, ihr Süßen. Heute habe ich meine Monatsfavoriten für euch. Und ja, es ist diesen Monat ein guter Mix zwischen Pflege und Kosmetik. Und ich würde jetzt auch gleich mit der Pflege anfangen. Von Haarwaschmittel her habe ich weiterhin das von Balea gehabt. Das Mango Aloe Vera war das, glaube ich. Ja, das hat sich jetzt bei mir so eingepickelt. Das ist, finde ich, weder richtig top noch richtig flop. Also ich benutze es, weil ich finde den Geruch okay und ja, das hat sich halt jetzt bei mir so eingepegelt. Aber ich hatte diesen Monat ein absolutes Top-Lieblingsprodukt an Haarspülung und zwar von Isana Hair Intensivpflegespülung Antistatikfummel für strapaziertes und geschädigtes Haar. Und wie ihr sehen könnt, das ist auch so gut wie alle, also das wäre jetzt auch definitiv noch eine aufgebraucht. Das hat 300 Milliliter und ich bin sowas von happy mit dieser Spülung. Meine Haare werden davon so weich, die lassen sich so super kämmen und alles. Unter der Dusche habe ich immer noch nicht so dieses Gefühl, da habe ich noch so einen leichten Fritz drin. Aber wenn ich dann das erste Mal auskämme und es riecht gut und der Duft hält tagelang. Also ich finde es so toll. Also ich finde es richtig, richtig gut. Es hat auch so einen leichten, ja, fruchtig, eine frische Touch. Also ich finde es so schön und es riecht wirklich super toll. Also das kann ich vom Geruch her total weiterempfehlen. Ich finde, es hat auch eine schöne Pflegewirkung. Also für meine Haare ist es ein absolutes Superprodukt gewesen und das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil das finde ich richtig, richtig gut. Dann vom Duschgel her hatte ich diesen Monat öfters mal das Dove Pure Verwöhnen benutzt. Das hatte ich ja mal von meiner Oma zu Weihnachten geschenkt bekommen und seitdem stand es nur rum. Das riecht wirklich auch sehr, sehr angenehm. Also Mandel und Hibiskus. Und so riecht es auch. Aber es riecht nicht aufdringlich nach Mandel, sondern richtig angenehm. Also es hat auch so einen leichten, ja, Schoki-Nussduft, was ich sehr, sehr angenehm finde. Was mir aufgefallen ist, irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat gar nicht richtig geschäumt unter der Dusche. Also das fand ich ein bisschen komisch. Aber der Geruch war sehr, sehr, sehr gut auf der Haut und das hat sich, die Haut war sehr weich und hat sich auch gepflegt angefühlt. Also da hält darf das wirklich, was es verspricht, muss ich sagen. Und was ich auch sehr gut fand, der Duft hat nach der Dusche auch sehr, sehr lange noch angehalten. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das war nicht nur unter der Dusche ein schönes Erlebnis, sondern das war dann auch danach noch sehr schön. Und ja, da ist jetzt noch halb voll drin, aber ich hatte ja dann das hier gekauft, was ich euch als Tipp gegeben hatte. Das Playboy Play It Pin-Up Collection. Da habe ich jetzt auch das Parfüm gerochen. Und ja, ich wünsche es mir zum Geburtstag. Ich finde es so toll. Und es riecht so, 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 so schön. Ich liebe es. Und ich habe jetzt auch ein paar Mal schon damit geduscht. Und es ist so toll. Es ist noch besser als Dove. Das riecht absolut toll unter der Dusche. Es schäumt richtig schön. Und was mir am besten gefällt, es riecht danach mindestens noch einen Tag auf der Haut. Also ich habe das noch nie bei einem Duschgel erlebt, dass es so lange einen frischen Geruch auf der Haut zurücklässt. Also ich dusche meistens abends und am nächsten Tag rieche ich immer noch so. Also ich finde es absolut toll. Also wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Das ist absolut seine 2 bis 2,20 € wert. Also es ist wirklich ein sehr gutes Duschgel. Ich weiß nicht, ob es bei allen von Playboy so ist, aber dieses hier finde ich sowas von gut. Es ist für meine Haut absolut schön und ich liebe es und ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Und jetzt das letzte Pflegeprodukt habe ich von meiner Schwiegermama geschenkt gekriegt, die hat die nie benutzt und ich habe die schon oft bei der verwendet und jetzt seit ich sie habe, eigentlich täglich. Und zwar von Florina die Tagescreme mit Bio Aloe Vera für normale bis trockene Haut. Ist jetzt auch schon was raus. Und also das ist eine sehr, sehr reichhaltige Creme, muss ich sagen. Aber sie zieht sehr schnell in die Haut ein und sie macht richtig schöne, weiche Haut. Also finde ich auch sehr gut. Also eine sehr gute Tagespflege, wenn man halt jetzt keine Problemhaut hat, würde ich sagen. Also für ganz normale Haut absolut gut. Und man braucht halt auch wenig davon. Also ich finde die sehr, sehr schön. Ja, jetzt zu den Kosmetikprodukten. Mein Lieblings-Make-up war die Catrice Photo Finish. Und wie ihr sehen könnt, gut benutzt ist sie auch schon. Also, ja, einen Monat, halbe Flasche, ne? ja, sieht es hier oben ein bisschen schweinig aus. Das müsst ihr leider ignorieren. Also, ich benutze die täglich. Es ist die Farbe 010 Cent Beige. Und ja, perfekt. Ich glaube, ich hatte schon mal eine Review über die gemacht.
Also sie mattiert meine Haut perfekt. Ich kann nicht meckern. Also sie hält den ganzen Tag. Ich komme damit super klar. Sie lässt sich gut aufteilen, gut verteilen und sie passt sich der Hautfarbe gut an. Also für mich eine sehr, sehr gute Foundation, die ich auch wieder nachkaufen werde. Dann mein Puder, da habe ich wieder wie immer das Fit Me benutzt. Das wisst ihr ja, das nehme ich schon immer. Und ja, ich habe, glaube ich, schon wieder fast eins runtergearbeitet. Also es ist schon wieder ein großes Loch. Aber ich habe schon wieder ein Backup da. An Blush habe ich diesen Monat sehr, sehr häufig den Sibirial Call 010 Corallala benutzt. Das ist dieser Cream-to-Powder Blush. Ich habe auch den helleren Ton, aber ich finde den hier besser und habe den halt auch öfters verwendet. Ja, für die Nägel hatte ich diesen Monat, ich glaube, immer nur Essie auf den Nägeln, aber immer eine andere Farbe. Jetzt gerade trage ich auch wieder Essie mit so einem Special Effect Topper von Essence. Das ist Where's My Chauffeur? Also, Essie und OPI sind zurzeit so die Nagellacke, die eigentlich so mein Herz erobert haben. Aber. Ja, ich habe jetzt mein Essen umsortiert. Ich habe die ganzen aus dem alten Sortiment alle raus und habe mich jetzt mit den ganzen, die mir gefallen haben, aus dem neuen Sortiment eingedeckt. Und ich werde hier nach diesem Video noch ein Haul drehen und da zeige ich euch das dann auch, welche ich gekauft hatte. Ja, jetzt zurück zu den Favoriten. Also wie gesagt, Essie war diesen Monat sowohl in den Nagellacken her mein Favorit, aber nach wie vor immer oben drüber von Essence der Studio Nails Better Than Gel Nails Top Sealer. Und ohne den ging es gar nicht. Den finde ich sowas von klasse. Der kostet 2,49 €. Das ist absolut in Ordnung. Also viele sagen, der Essie Quick and Go oder wie der heißt, ich weiß es gar nicht. Dieser super tolle Topcoat soll auch sehr gut sein und noch einen Tacken besser als der, aber ich meine, noch besser als der brauche ich es nicht, weil der ist wirklich für meine Nägel schon sehr, sehr gut. Also ich mache den drauf und dann warte ich vielleicht mal noch 10 Minuten und es ist trocken und das finde ich völlig in Ordnung für Nagellack, wenn man mal 10 Minuten wartet oder auch eine Viertelstunde. Und deswegen finde ich den hier absolut genial und nur weiter zu empfehlen, wenn ihr ihn noch nicht für euch entdeckt habt. Von den Lidschatten her habe ich diesen Monat total für mich entdeckt, die P2 Metal Eye Eyeshadows. Eyeshadows. Die zwei Farben sind ja aus dem Sortiment gegangen, deswegen habe ich die gekauft. Das ist die Farbe 030 Violet Dragonfly und die Farbe 020 Taupe Elephant. Und wie gesagt, ich habe sie ja nur gekauft, weil sie runtergesetzt waren, aber ich bin jetzt so von denen überzeugt und zufrieden mit denen, dass ich vielleicht doch nochmal ein, zwei nachkaufe, weil ich die finde, die sind wirklich sehr, sehr gut und ich komme sehr gut mit denen zurecht. Die lassen sich super auftragen, die halten den ganzen Tag, also wirklich sehr gute Eyeshadows. Hätte ich nicht gedacht, bin ich total zufrieden damit, also von P2, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ich habe wenige Produkte von P2, wo ich sage, die würde ich 100% weiterempfehlen, aber hier muss ich sagen, die gehören wirklich jetzt dazu. Also das sind wirklich Top-Eyeshadows. Und dann noch einer, den ich sehr häufig verwendet habe. Und zwar aus der Catrice Spectacular Chrome LE. Dieser Chrome LE. Dieser Chrome-Eyeshadow aus der LE. Habe ich auch ein paar Mal benutzt. Das muss das jetzt aber noch gut sehen, weil ich bin immer sehr vorsichtig. Aber den finde ich auch sehr, sehr schön. Sieht total toll auf dem Auge aus. Und hält auch wirklich den ganzen Tag. Also absolut gute Qualität, aber Catrice, das weiß man ja, denn ihre Eyeshadows sind meistens top. So, jetzt komme ich zu den Augen. Da war zum einen die Catrice Lashes to Kill Ultra Black Mascara mein Favorit diesen Monat. Die habe ich am meisten überhaupt verwendet. Eigentlich täglich unter jeder anderen mit, weil ich finde, die macht bei mir sehr schönes Volumen. Für ultimative Länge benutze ich sie jetzt nicht, aber wie gesagt, Volumen, aber steht auch drauf, Volumenmascara und das macht sie bei mir sehr, sehr gut. Das Bürstchen hat die genau die richtige Größe für meine kleinen Wimpern und deswegen komme ich mit der super zurecht. Und es wäre für mich auch ein absolutes Nachkaufprodukt und eine Empfehlung für euch, auch wenn ihr Volumen wollt und auch so kleine Wimpern habt wie ich. Und jetzt, die ich noch nicht so lange habe, aber die ich sofort empfehlen kann. Und zwar die Essence I Love Extreme Creative Volume Mascara aus dem neuen Standardsortiment. Die ist so toll und die kann ich jedem weiterempfehlen. Also ich meine, klar, Wimpern sind jederzeit verschieden, aber ich bin super zufrieden mit der. Sie macht für meine Augen sehr, sehr schönes Volumen. Sie definiert
Ich habe jetzt gemerkt, in letzter Zeit, wenn man zu viel aufträgt, wird es ganz schnell Fliegenbeinchen. Aber gut, das kann man alles wieder reparieren. Aber an sich so finde ich sehr, sehr gute Ergebnis. Und meiner Meinung nach bis jetzt die beste Mascara, die Essence je gemacht hat. Also wirklich top. Dann habe ich auf den Augen diesen Monat am meisten von Altera den Kohlkajal verwendet in 02 Black Glitzer. Der glitzert eigentlich auf den Wimpern jetzt nicht, auf den Augen nicht so. Ich habe das jetzt noch nicht so mitgekriegt mit dem Glitzer, also keine Ahnung. Das Schwämmchen habe ich auch noch nie verwendet. Aber es ist ein schöner schwarzer Kajalstift für jeden Tag und deswegen war das so mein Favorit diesen Monat. Den kriegt ihr aber leider sowieso nicht mehr. Das war eine LE, aber ich denke, schwarze Kajals oder auch Glitzerkajals bekommt ihr überall, wenn ihr da Interesse habt. So, und jetzt noch zu den Lippen. Da war wieder wie im Vormonat der Balea Young Zuckerschnute mein Favorit. Der ist jetzt auch schon ein bisschen weiter runtergearbeitet. Den finde ich immer noch sehr schön, der pflegt gut. Und ja, mir hatte eine geschrieben, wenn ich ihn vorm Schlafen drauf mache, habe ich früh total schön gepflegte Lippen. Das habe ich probiert und das war wirklich sehr so. Was ist denn halt wieder los? Tut mir leid. Das war wirklich so, wollte ich sagen. Und ja, also wie gesagt, der pflegt wirklich sehr gut und der schmeckt auch sehr lecker, muss ich sagen. Aber ich bin ein bisschen traurig, der wird jetzt aus dem Sortiment gehen. Alle Sachen von Zuckerschnute gehen aus dem Sortiment, hat DM verkündet. Also wenn ihr noch an irgendwas von Zuckerschnute Interesse habt, solltet ihr euch beeilen. Aber wie gesagt, der ist jetzt auch noch mindestens dreiviertel voll und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt gleich noch ein Backup kaufe, aber es werden auch wieder viele schöne Lip Balms kommen und deswegen denke ich, werde ich das jetzt nicht nachkaufen. Und dann an Lippenstift hatte ich diesen Monat einen, den ich sehr gerne benutzt habe. Ihr werdet jetzt lachen, das ist nämlich ein Pröbchen von Isadora. Das hatte ich bei DM, bei Douglas mit geschenkt bekommen, bei meiner letzten Bestellung. Und das ist die Farbe 152. Ja, da steht kein Name. Oh ja, doch. Oh Gott, das kann keiner entziffern. Wartet mal, vielleicht. Kamera einmal machen würde. Okay, das. Warte, ich versuche es mal euch vorzulesen. Okay, ich lasse es hier. Marvelous Mauve, denke ich, wird es ausgesprochen. Ist auch egal. Jedenfalls die 152. Und das ist so eine schöne altrosa Farbe. Altrosa Ton. Und ja, der hat auch so einen leichten Schimmer. Und der hat mir diesen Monat so gefallen. Also, ich habe das so ein bisschen wie so ein Test gehabt. Dieses Produkt und ich war sehr davon überzeugt, er hat gute Haltbarkeit. Also, ich wusste ja, dass Isadora eine recht gute Marke ist, aber ich hätte es nicht doch so top eingeschätzt, muss ich sagen. Aber sehr gute Halt, man hat ihn nicht gespürt auf den Lippen, aber er war trotzdem da. Er sah sehr schön aus. Super tolle Alltagsfarbe, weil ja, diese Altrosa, das ist nicht zu viel, das kannst du, glaube ich, überall tragen. Und ja, also definitiv eine Farbe, die ich empfehlen würde, wenn es sowas auch in der Drogerie irgendwo gibt. Ansonsten von der Qualität kann man Isadora definitiv weiterempfehlen. Ich weiß nicht, was die Lippenstifte bei denen kosten. Ich glaube so auch zwischen 10 und 15 Euro, keine Ahnung. Das ist nur geschätzt. Aber definitiv eine Empfehlung. Wer jetzt genau gerne diesen möchte, weiß ich, es gibt so kleine Geschenksets bei Douglas. Da ist die Mascara drin, die ich auch hier dazu gekriegt habe, kostenlos. Dieser Lippenstift und ich glaube ein Nagellack. Für zwischen 7 und 10 Euro, glaube ich. Klar, auf der einen Seite sagt man, wieso soll ich dafür 10 Euro bezahlen, wenn es die geschenkt kriegt hat. Aber ich hatte ja da auch eine größere Bestellung bei Douglas, also von daher. Aber wie gesagt, wer daran Interesse hat, es ist im Laden zu bekommen. So, das waren meine Monatsfavoriten. Ich hoffe jetzt, das Video ist nicht so lang. Und ich hoffe, ihr nehmt mir die Versprecher heute nicht so übel. Ansonsten werde ich jetzt, wie ich gesagt habe, gleich noch einen Haul im Anschluss drehen. Ich weiß dann noch nicht, wenn der hochgeladen werden wird und wie und was und wo. Aber ich drehe ihn jetzt gleich und dann sehen wir uns und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!